Entschuldigung. Ja. Autofetisch. Wir sind heute zu Besuch bei Daniel. Grüßt euch. Vom Kanal Pilzfieber. Si. Beziehungsweise heute eher Gartenküche. Ja, der ehemalige Gartenkanal ist zwar ein bisschen wenig Content gekommen die letzten Jahre, dafür eher beim Pilzkanal, das stimmt. Nichtsdestotrotz, immer viel Arbeit im Garten und auch so ein Grund gewesen, die Filmerei hat auch nochmal viel Zeit beansprucht. Aber heute nehmen wir Max mit und gucken mal, was hier so ansteht. Ja, das Essen ist an euch vorbeigelaufen. Das kriegen die kleineren Hühner erstmal. Hier muss man manchmal aufpassen, wo man hintritt, weil die ganz kleinen flitzen als vor die Füße. Ja, es wuselt richtig. Ja, erste Amtshandlung im Garten sind wir die Hühner versorgen. Und hier zuerst sind wir die kleineren. Jetzt sind wir ein paar Küchenreste. Hier haben wir noch ein bisschen alten Salat. Und eben gab es Schnitzel mit Jägersoße, denn wir hatten gestern einige Erfolge, was die Pilze anging. Haben wir eine schöne Jägersoße aus Hexenröhrling gemacht. War sehr fein. Können wir gerne mal ein Bild zeigen. Und jetzt hier die Reste vom Panieren. Auch zu schade zum Wegschmeißen. Hier Paniermehl, Eier und Mehl. Hier noch die Eierschalen. Das mache ich immer so, dass ich die ganzen Eierschalen von unseren Hühnern sammle. Ist eigentlich hier die beste Art und Weise, denen das Kalzium zurückzugeben, und beziehungsweise hier die Kalkschalen. Und ja, ist noch ein Ei drin verquirlt. Ich wollte gerade sagen, du tust gern spielen oder punchen. So. Ja, ich mache das ein bisschen kleiner. Die sollen nicht unbedingt checken, dass das, wie soll ich sagen, klar, sind es Eierschalen, aber dass sie keine ganzen Eier zerstören. Dass sie nicht auf die eigenen gehen. Genau, sonst werden das nachher Eierfresser, die dann ihre eigenen Eier anpicken. Das will ich nicht, deswegen mache ich die Schalen immer kleiner vorher. Wenn die jetzt einfach so ein bisschen mit unter. Weil wenn du denen jetzt auch einfach so eine halbe Eierschale hinschmeißt, das fressen die gar nicht. Das sind die uninteressant. Wenn es aber jetzt hier vermischt ist mit anderen Kram, wie hier so jetzt Semmelbrösel, dann fressen die auch die Eierschalen. Ja, und so hat man eigentlich quasi, wenn man Hühner hat, kaum noch Was für den Kompost. Ja, wenig für den Kompost, genau, das wollte ich sagen. Es wuselt im sichersten Hühnerstall, den ich jemals gesehen habe. Fort Knox. Ja, wir hatten mal einen großen Marderangriff. Da waren ja auch, keine Ahnung, 18 junge Küken drin. Plus Elterntiere, und die hat halt alle vom Marder getötet. Und da hatten wir noch nicht dieses Betonfundament außenrum. Da hatten wir einfach nur ja, so Holzpaneele, die bis auf den Boden gingen und zum Teil ein bisschen eingebuddelt. Aber da hat der Marder leider ein Schlupfloch durchgefunden. Und dann, okay, jetzt reicht es, müssen wir in die Vollen gehen. Dann haben wir dann so, keine Ahnung, 40 cm tief einbetoniert hier alles. Und ja, seitdem ist Ruhe. Dennoch sind hier zum Teil richtig krasse Wühlmauslöcher. Siehst du dann vor der Voliere fangen die an. Die graben sich einmal durch und kommen drinnen wieder hoch, weil die hier drinnen ja Futter finden. Da gucke ich immer ein bisschen nach, dass wenn dann zu große Löcher sind, dass ich wieder zumache, nicht, dass dann da noch irgendwie eine Matte durchschlupfen könnte. Ja, muss immer ein bisschen aufpassen. Und kann dir vielleicht noch ein ekliges Bild schicken, Max. Ich war letztens mal nachts hier gewesen. Als ich hier die Küken neu in der Voliere hatte, wollte ich halt gucken, ob die nachts reingehen. Und ich schwöre dir, hier der ganze Boden, tausende Schnecken, tausende Nacktschnecken, hier drin in der trockenen Voliere. Ich konnte es mir erst nicht erklären. Aber meine Mutter hat dann gesagt, die werden wahrscheinlich die Hühnerscheiße fressen nachts. Ja, das ist, ja. Boah, eine ekelhafte Vorstellung, aber ich weiß nicht, was sie sonst hier machen sollen, weil die mögen den Trocken eigentlich gar nicht. Ja, hier außen ist vielleicht ein bisschen feucht, wo es mal reingeht. Außen ein bisschen, hat, aber ja. Ansonsten ist hier trocken. Ja, das ist ganz komisch. Ja gut, man kann sich jetzt beklagen oder sagen, die Schnecken nehmen einem die Arbeit weg vom Ausmisten. Aber ja, und lieber fressen sie die Hühnerscheiße als die Pflanzen. Ja. Vielleicht können wir die zwei hier nochmal zeigen. Oder auch nicht. Das sind dann nämlich von den großen Hühnern draußen, die eben ihr Staubbad genommen haben, sind das die ausgebrüteten Küken. Haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, dass wir von den eigenen Eiern Küken ausgebrütet haben. Hat sehr gut geklappt.
Das sind dann hier die Hennen, die Weibchen, die hellen. Und hier die dunkleren, jetzt verstecken sie sich, da zum Beispiel, das sind dann die Hähne aus dem Schlag. Mhm. Teenager schon. Ja. Jawohl, Chef. Für mich wirklich jedes Mal begeisternd, wenn ich hier beim Daniel bin oder generell bei Hühnern bin. Ihr wisst ja, wir haben selber keine, bei uns leider nicht möglich mit Fuchs und Marder und einfach in dem Grundstück, wie es bei uns so ist. Aber ja, ich nehme auf jeden Fall ein paar Eier wieder mit. Wasser mit. Auch nochmal frisch gemacht. Mein Knoblauch ist ja schon abgeerntet. Beim Daniel steht noch einiges da. Und jetzt kommt sicherlich die Frage auf bei dem ein oder anderen Zuschauer. Warum zur Hölle, Daniel, sind da ausgebildete Blüten dran? Also im ersten Jahr, wo wir hier im Garten Knoblauch angebaut haben, da haben wir mal den Test gemacht. Haben bei der Hälfte die Blüten abgemacht zeitig. Bei der anderen Hälfte einfach dran gelassen. Und wir haben es auch im Video, können wir vielleicht mal oben verlinken, wenn es jemanden genau interessiert, gesehen. Es war kein Unterschied nachher, was die Knolle im Boden angeht. Die waren, ob mit oder ohne Blüte, genau gleich groß. Also spannend. Kein Unterschied festzustellen. Prinzipiell könnte man hier auch dann, ne? So viel wie du hast, nächstes Jahr auch mal einen Versuch machen, wie groß der Knoblauch hier draus wird aus den kleinen Bubillen. Das stimmt, ja. Das habe ich auch noch nicht probiert. Okay, Leute. Ja, Kellen sind von Vorteil, wenn man einen Knoblauch rausbekommen will. Selbst bei so einem kleinen aufgeschütteten Beet. Schauen wir mal. Es sollte auf jeden Fall raus, weil ansonsten könnte das Ganze im Boden wegfaulen, weggammeln. Wir wollen ja auch einen intakten Knoblauch mit intakten Außenhäuten für die Lagerung. Oh, das ist aber schon fast zu spät. Ja, die erste löst sich schon, ne? Es ist gerade noch okay, glaube ich. Ja. Muss aber auf jeden Fall raus. Ja. Aber die Größe gefällt mir gut, muss ich sagen. Kennst du zufällig die Sorte? Nee, ich kenne den Namen nicht. Ich habe das vor Jahren mal bei eBay Kleinanzeigen von irgendeinem Gärtner mir 10 schicken lassen. Und seitdem benutze ich die immer weiter. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Also ich finde von der rosa Färbung her und so, sieht es dem Flavor schon ein bisschen ähnlich. Wollte ich gerade sagen, ja. Flavor hat es mich daran erinnert. Na gut. Ja, und dann stellen wir euch mal auf ein Stativ und wir arbeiten. Und die Sonne ist auch wieder da. Heieieiei. Aller Herr Gerichtsverwalter, die Sonne sticht jetzt richtig. Ja. Zur Erklärung, heute war voller Sonnenschein angesagt. Wir sind aber mit Regen aufgewacht, nachdem es gestern runtergebrutzelt hat. Und jetzt ist so ein bisschen schwül. Jetzt brutzelt es wieder. Ja, sehr schwül. Ja, Mann. Boah. Ja, du siehst, ich habe das hier mit Einstreu aus dem Stall gemulcht. Mhm. Ist ja auch einiges an Stickstoff mit drin durch den Hühnermist. Ich hätte nur den Boden ein bisschen lockerer tatsächlich eingeschätzt, irgendwie, aber... Ja, ich auch, muss ich sagen. Weiter unten ist er wirklich so ein bisschen fest. Die ist von letzter Woche, habe ich letzte Woche zum Test gezogen. Das wäre perfekt gewesen. Ja, wäre ein bisschen besser gewesen. Aber die liebe Zeit irgendwie. Ich denke die ganze Zeit, was sticht mich denn da in der Hand? Da steht die Distel direkt vor meiner Nase. Irgendein Pilz ist hier drin. Ja, hier sind oft mal Klimmertinglinge hochgekommen. Ja, war schon alles voll hier. Dann ist es wahrscheinlich Klimmertintling-Mizel. Ja, kann sein. Also wenn wir hier solche Exemplare haben, wo sich die Außenhaut schon ganz abgelöst hat, so ein bisschen schwärzlich ist oder hier angefressen ist, ja. Die werfe ich jetzt nicht weg, die nehme ich, diese Zehen. Und ich gebe dann oft mal in die großen Hühnertränken, gebe ich mal so eine Zehe Knoblauch mit rein. Das hat eine ganz gute Wirkung auf das Wasser von den Hühnern und ist auch für die Hühner gesund. Und ansonsten würde ich sagen, gleich verarbeiten. Ne? Man kann sie auch dann einfrieren, einfach wupp, 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 wegmachen, Öl mitmachen, irgendwas. Genau. Weil lagerbar ist der nicht lang. Ja, Max, und das Gute ist, wenn du die Bulbill dran lässt, hast du hier ein schönes Gegengewicht, wenn du dich hier hinhängst. Ja, stimmt, auf jeden Fall, stimmt. Also Leute, da könnt ihr das nochmal sehen.
So viele waren es jetzt gar nicht, würde ich mal sagen, wo die Außenhaut sich schon löst, die aufgeplatzt sind. Aber das ist natürlich nicht für die Lagerung geeignet. Das kommt dann gleich mit. Und ja, Daniel hat es gerade gemeint, eine Woche früher, ne? Wäre gut gewesen. Also das hier vor dir auf dem Tisch, das habe ich vor einer Woche gezogen, zum gucken, ob es gut ist. Die sehen schon deutlich besser aus. Ja, so soll es eigentlich aussehen. Ja. Perfekt. Etwas zu lang gewartet, aber gut. Ich glaube, noch gerade so die Kurve bekommen. Wüchsige Tomaten, Daniel, bei dir. Die wachsen sogar aus dem Gewächshaus raus. Ja, ich glaube, das war mal ein Sturmschaden und hat sie den Weg gebahnt. Schauen wir mal rein, wir wollen euch da was zeigen. Ja. So, also, Tomaten läuft, müssen nur noch rot werden. So, jetzt gibt es ja die gängige Theorie, dass die Tomaten, wir wissen es ja, es duftet, es riecht, dass dieser Duft perfekt ist für eine Mischkultur mit Kohl. Warum perfekt? Es gibt ja einen ganz prägnanten Schädling beim Kohl, den Kohlweißling. Ja, da habe ich schon ein bisschen was verraten, schauen wir es uns mal an. Und wir sehen, wir haben hier einen Kohlrabi und wir haben dicke, dicke, fette, kleine Kohlweißlingrauben dran. Ja, hat in dem Fall nicht ganz so gut funktioniert. Schaut mal da, was die für riesen Kackböbel schon machen. Ne? Ja, was machen wir jetzt damit? Wir sind ja organisch hier jetzt unterwegs und sehr nachhaltig. Ich würde sagen, die Hühner werden sich gleich ordentlich freuen über eine Portion Kohlblätter mit ein bisschen Protein. Ja, so läuft's. Ich muss dazu sagen, dass mit dem Kohlrabi zwischen den Tomaten, das machen wir eigentlich fast jedes Jahr so. Und es hat noch nie Probleme gegeben. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass das jetzt hier der Fall ist. Leute, lasst mal einen Kommentar da. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon in der Mischkultur ähnliche Erfahrungen gemacht oder lief es auch bisher gut? Und witzigerweise, der Spitzkohl, der draußen steht im Freien, da ist nichts dran. Da gehen wir jetzt direkt hin. Was erzählen denn die da zwei hier? Da ist doch auch gefressen worden. Ja, das waren aber Schnecken. Und der steht gut da. Fast erntereif, würde ich sagen. Sollte man vielleicht auch nicht zu lange warten. Der hier, das ist schon ordentlicher Prügel da vorne. Ja, Kohlblätter und Hühner, Blähungen, nicht so das Wahre. Dementsprechend heben wir jetzt die Blätter den Hühner hin und gucken mal, ob die Kohlweißlingrauben, Gemüseölrauben sind auch dabei, Anklang finden hier. Ah ja, zack. Da ist noch eine kleine. Eine kleine. Das ist mein Finger. Und da. Oder die großen Kapins eher, glaube ich. Ist zu klein. Jawohl. Jawohl. Aber bitte auf. So. Nein. Charlie, du Hübscher. König von Schloss. Jawohl. 85% Luftfeuchtigkeit übrigens. Ja, ich kenn's von mir. Bäume schützt man besser, Junge. Aber wer war das denn hier? Feldhase. Ja, Bäume schützen. Ich meine, zum einen haben wir unten drin einen Korb gegen Wühlmäuse. Das hat bis jetzt auch ganz gut geklappt. Aber oberirdisch haben wir halt auch ein Problem. Das waren hier Rehe und Rehkitze. Habe ich letztens auf frischer Tat ertappt. Stand ich hinten am Hühnerhaus und konnte kaum glauben, was ich sehe. Da waren hier zwei Elterntiere mit zwei Rehkitzen. Zu Gängen sind die um die Bäume gehuscht und haben geknabbert. So süß sie auch sind, sie verlassen scheinbar die Wälder. Der Wald ist hier 1 Kilometer entfernt. Kommen so ein bisschen hier ins Urbane rein. Habe das auch schon von mehreren Leuten gehört mittlerweile. Und ja, bedienen sich da an den Obstbäumen. Was haben wir denn hier gehabt? Oder was haben wir noch? Ein Schneeapfel. Schon mal getragen. Ah, nee, es hängt aber was dran, ne? Einer, ja. Lass mal ihn hängen. Hier summt's und brummt's. Wo stehen wir denn? Beim drüsigen Springkraut. Jetzt momentan wirklich
wunderschön anzuschauen. Also hier summt's und brummt's, eine Blütenpracht. Natürlich auch gerade mit dem Licht wirklich sehr, sehr schön. Aber das ist auch so ein Punkt. Das Zeug hier wird weiter in den Garten reinwandern, wenn der Daniel nichts macht. Daniel, stimmt, oder? Ja, das geht schnell. Das geht schnell. Und das ist halt dann mal wieder so ein Beispiel, wenn man hier so einen Garten in Gewässernähe hat, kommt man wahrscheinlich in Zukunft auch darum nicht drumherum. Warum zeigen wir das jetzt? Zum einen, weil es schön ist und zum anderen habt ihr schon den Geheimtipp, wie man drüsiges Springkraut wieder los wird oder wie man es am besten bekämpft. Außer halt Arbeitskraft, Arbeitskraft, Arbeitskraft. Gern Kommentar da lassen. Ordentliche Größe im Vergleich. So müssen sie sein, dann sind sie noch gut. Größer als die 0,5er Flasche, nicht mehr gut. Zucchini Faustregel 2.0. Wieder zurück im heimischen Garten mit Opa. Wir haben gerade eine kleine Erntetour bei 33 Grad gemacht. Nee, 35. 35 Grad. Ja, ja. Gut. Ja, ja. Und jetzt kommt das Video, wo ich die Hühner vom Daniel gezeigt habe und was wir am Daniel gemacht haben. Ja. Jetzt kannst du sagen, hast du die Eier schon probiert und was ist dir aufgefallen oder haben sie dir geschmeckt? Ja, gutes Aroma vor allen Dingen. Mhm. Und sind schlanke Eile. Ja, ein bisschen schlank. Ich hab gedacht, dass das kleinere Hühner sind. Ne, so klein sind sie gar nicht. Was? Ja. Mhm. Ja, war gut, okay. Eigelb, Farbe, ja, kräftig. Super. Ja, ja, super. Gut. Also Opa hat die Eier von Daniel abgenommen, aber er hat auch nicht zum ersten Mal geschenkt. Er bringt uns immer wieder welche mit, gell? Doch, die sind gut. Gut. Gruß in dem Sinn raus. Wenn euch das Video gefallen hat, kleine Reise mit dem Daniel oder zu Daniel, gerne Däumchen nach oben da lassen, Kommentar, okay, und so weiter. Genau. Da war ich gerade ganz irritiert, dass Opa automatisch aus Däumchen nach oben zeigt. Halt ein Profi. Und hier habt ihr unsere kleine Tomatenvielfalt. Eher Cocktailtomaten lastig dieses Jahr im Freiland. Aber immerhin haben wir welche zu ernten. Ich habe schon gedacht, die fallen der Braun- und Krautfäule zu Opfer. Was geht momentan bei euch so im Garten ab? Gibt es ein besonderes Erlebnis zu teilen? Kommentar gerne da lassen. Ansonsten bedanke ich mich immer fürs Zuschauen bei euch. Wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.